So, willkommen zu einer kleinen Infofolge Pokémon Go, denn heute habe ich ja schon die Raid am Mittwoch-Folge hochgeladen und war dann zur legendären Raid-Stunde oder wie ich sie morgen nenne, die legendäre EP-Stunde. Warum, seht ihr morgen, was da alles abging und so. Und während wir zur Raid-Stunde waren, beziehungsweise kurz davor, gab es noch eine neue In-Game-Benachrichtigung, sprich, die hat sowieso wieder jeder erhalten und es ist komplett sinnlos, darüber noch ein Video zu machen, aber jeder YouTuber macht natürlich ein Video davon, so ich natürlich auch, da kann man auch gleich die eigene Meinung noch mit einbringen und sich natürlich riesig freuen oder eben informieren die Leute, die jetzt noch nicht die App anhatten und die nur auf dem Kanal mal vorbeischauen und gucken, was es Neues gibt. Dazu haben wir wieder einen Artikel von Go Games rausgekramt. Da hat der Max Beckmann nämlich wieder was richtig Schönes geschrieben und wir lesen deshalb extra nicht die offizielle In-Game-Benachrichtigung vor, sondern beziehen uns auf diesen Artikel von Go Games, weil das immer so schön dargestellt ist und bebildert und schön formuliert. Gucken mal hier rein, denn Pokémon Go Event zum Welttourismustag. Vor einigen Wochen hat Kralz bereits im Code einige Feldforschungen zum Welttourismustag entdeckt. Nun hat Niantic offiziell dieses Event angekündigt. Neue Pokémon, neue Shinies und mehr. Was das alles ist, steht natürlich hier dabei. Zum Beispiel schlüpfen alle regionalen Pokémon aus 5 Kilometer Eiern, aber nur in der jeweiligen Region, wo sie vorkommen. Ihr könnt jetzt also keinen Tauros aus dem 5 Kilometer Ei brüten. Hier bekommt ihr also nur zum Beispiel Pandimos, aber in den USA könnt ihr dann Tauros brüten, werden dadurch natürlich aus den 7 Kilometer Eiern wieder entfernt, aber ihr habt so weiterhin also die Chance, die auch Shiny zu bekommen, Shiny zu brüten, obwohl das eigentlich Quatsch ist, da ich ja trotzdem ein Pandimos wild fangen kann in Europa, warum soll ich es dann also ausbrüten? Aber gut, das wird schon seinen Sinn haben. Denjenigen, denen die Kontinentalen noch als Shinies fehlen, zumindest in ihrer Region, haben so also nochmal die Möglichkeit, ein bisschen zu brüten und zu machen. Dann gibt es das erste Mal Pantimimi. Pantimimi in Eiern und das nicht nur normal, sondern gleich auch mit Shiny-Variante. So haben sie es ja damals auch bei Knopsi bzw. Knospi. Ispo sagt immer Knopsi. Knospi haben sie ja damals auch so eingeführt, das Baby von Roserade, Vorform Roselia, genau. Von Roselia ist ja auf die Art und Weise auch eingeführt worden. Und jetzt habt ihr hier eben Pantimimi mit blauer Mütze und als Shiny mit mit roter Mütze. Zum Glück ist es keine braune Mütze, sonst wird es aussehen wie ein... Wisst ihr schon Bescheid. Super. Dann, was gibt's noch? Weitere Boni im Event. Ihr habt 25% Rabatt auf alle Tauschaktionen. Ihr könnt also wieder traden bis zum Umfallen. Gerade auch für Spezialtausche, neue Pokédex-Einträge, Shinies etc. hin und her. Ist das natürlich richtig genial, weil es eben weniger kostet. Doppelte EP für das Drehen von Pokestops. Das bezieht sich jetzt aber nicht darauf, wie beim Abenteuertag, wenn ihr einen Pokestop dreht, den ihr noch nicht hattet, dass ihr da die zehnfache Menge bekommt, sondern einfach für die normalen bekommt ihr die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten. Ist sicherlich auch interessant, wenn ihr natürlich viel unterwegs seid, auch viel mit dem Klicker arbeitet, viel lauft, viel sonst was und Feldforschungen im Event gibt es auch extra dafür, die wieder an das Event gekoppelt sind. Da sind dann noch welche aufgelistet, aber erstmal was noch krass ist, es gibt nämlich nicht nur ein Shiny. Es gibt nämlich nicht nur ein Shiny, nicht nur das Pantimimi aus den 5 Kilometer Eiern. Nein, es wird auch Shiny Sengo und Shiny Vipitis geben. Und guckt euch mal Sengo an, wie richtig genial Sengo aussieht, das eben statt rot dann so blaue Stellen am Fell hat. Finde ich richtig genial. Vipitis, okay, kann man mal mitnehmen, finde ich aber nicht so genial wie Sengo. Ich weiß leider momentan nicht, in welchem Erdteil was erscheint. Das eine ist ja bei uns, das andere ist auf der anderen Halbkugel. Aber das werdet ihr ja sehen. Vielleicht werden die ja zum Beginn des Events auch häufiger spawnen. Und dann seht ihr ja, ob da Schlangen rumsitzen um euch rum. Oder eben dieser komische Eis-Antarktis-Hund-Bär, was auch immer das sein soll, keine Ahnung. So, das also dazu, dass auch dann wieder Shinies, die man wahrscheinlich traden muss, außer die wechseln mal und dann könnt ihr die anders als so hier fangen und machen und tun. Das war ja bei Lunastein und Sonnenfell damals auch so. Und dann gibt es natürlich noch Feldforschungen, zum Beispiel hier schließe eine neue Freundschaft.
Da habe ich immer Probleme mit. Da müsste ich jemanden löschen, den ich jetzt drin habe und direkt dann wieder hinzufügen, dass ich das löse, weil ich kann keine annehmen, weil immer zu die Freundschaftsliste voll ist. Verschicke x Geschenke an Freunde und tausche Pokémon, die so und so viele Kilometer voneinander gefangen wurden. Das richtig genial, die Aufgabe, da freue ich mich schon drauf. Irgendwo stand mal was mit, dass man 10.000 Kilometer bei einem Tausch erreichen soll. Das ist also schon richtig genial. Deswegen hatte Stefan Landeier ja auch gesagt, hebt euch eure Pokémon von Down Under auf. Die sind für das Event wichtig, denn der hat immer den richtigen Riecher, dass dann noch was kommt. Das Ganze also vom 26. September, 22 Uhr deutscher Zeit, sprich heute ist Mittwoch, heute ist der 25. Geht also morgen am Donnerstag 22 Uhr los und geht bis zum 1. Oktober 22 Uhr, Baby! Auf jeden Fall habt ihr 3 neue Shinies und ihr könnt natürlich die regionalen Weide aus Eiern bekommen, aber nur die, die in eurer Region herrschen. Oder auch andere regionale, die regional sind, wie dieses Grillmark, Sodamark und Veggiemark, könnt ihr natürlich Grillmark hier auch aus Eiern brüten oder eben auch wild fangen. Habt ihr schon Grillmark? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr das schon entwickelt? Habt ihr schon einen Einhaltstein? Gibt es ja angeblich beim Feldforschungsdurchbruch. Ich weiß selber nicht, ob ich einen habe. Ist auch nicht so wichtig. Jetzt erstmal Dick Rage-Stunde. Na, die ist schon vorbei, wenn ihr das Video seht. Hat mir bestimmt Spaß, sage ich mal dazu. Dann auf jeden Fall morgen wieder fett krass das Video zur Rage-Stunde. Und das Video gebe ich euch heute noch. Und so ein Durcheinander, immerzu ist auf jeden Fall was los. Niantic lässt uns nicht zappeln. Die legen immer einen nach. Ich freue mich auf jeden Fall auf Pantimimi. Dürfte eigentlich das letzte Baby-Pokémon sein im ganzen Game, denke ich mal. Wenn da nicht noch was kommt, das sehen wir aber dann. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Thank you.